Hey Leute, der Sturm geht weiter. Von Werner dazu überredet, nimmt auch Robert an der Speed-Dating-Veranstaltung teil. Doch er findet keinen Gefallen an dieser Art des Kennenlernens und bricht ab. An seiner Stelle rückt André als männlicher Teilnehmer nach, der sogleich eine penetrante Verehrerin für sich gewinnen kann. Um diese loszuwerden, benötigt André Helenes Hilfe. Michael ist enttäuscht, dass Caroline ihre Hochzeit abgesagt hat. Nachdem Paul von einem Wettbewerb für Chocolatiers gelesen hat, schlägt er Josi vor, daran teilzunehmen. Doch diese ist sich sicher, dass sie als Auszubildende nicht zugelassen werden würde. Paul setzt alles daran, dass Josi dem Komitee ihre Bewerbung dennoch vorlegen darf. Die Enttäuschung bei Werner ist groß, als Valentina ihren gemeinsamen Theaterbesuch in Berlin wegen Stress im Studium absagen muss. Obwohl er Verständnis zeigt, lässt ihn das Gefühl nicht los, dass seine Enkelin etwas bedrückt. Und kurz darauf kommt Besuch an den Fürstenhof. Mit Jerrys Hilfe ist es Shirin doch noch möglich, Dajita für eine Filmpremiere zu schminken. Damit sie Zeit dafür hat, übernimmt Gary Shirins Putzdienst. Allerdings bleibt das nicht unbemerkt und so bestellt Robert Shirin in sein Büro, wo er ihr eine ernste Ansage macht. Hier findet der Kapitelwechsel statt. Robert erteilt Shirin eine Abmahnung. In Folge 3917 kommt überraschend Valentina Saalfeld, gespielt von Eileen Ravagna, zurück an den Fürstenhof. Paul kann mithilfe von Dejitas Hilfe Josi die Teilnahme bei dem Wettbewerb für Chocolatiers ermöglichen. Caroline kann sich mit Michael trotz des Ausfalls ihrer Hochzeit versöhnen. Da André seine penetrante Verehrerin loswerden will, greift er zu drastischen Mitteln und küsst vor den Augen seiner Verehrerin Helene. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.